18 Uhr am Montagabend. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe Studio 47 Live mit neuen Meldungen in Sachen der Corona-Ausbreitung in unserem Sendegebiet. In Dienstlaken und in Kamp-Lintfort sind am Wochenende erstmals zwei Todesfälle im Kreis Wesel gemeldet worden. In Duisburg hat es bislang keine Fälle von Verstorbenen gegeben, aber auch hier sind die Zahlen wieder angestiegen. Mittlerweile sind 157 Corona-Fälle in Duisburg gemeldet worden. Ja, es sind Zahlen und Meldungen wie diese, die die Bundesregierung und die Landesregierung zu neuen Einschreitungen gezwungen haben. Am Wochenende diskutierten die Länderchefs mit der Bundesregierung, ob es eine bundesweite Ausgangssperre geben soll. NRWs Ministerpräsident Armin Laschet ist am Sonntag als erstes vor die Kameras getreten und hat stattdessen ein bundesweites Kontaktverbot verkündet. Nicht mehr. Wir stehen in Nordrhein-Westfalen solidarisch. Wir gehen jetzt konsequent gegen alle die vor, die Regelbrecher sind. Das Prinzip Null Toleranz gegen Rechtsbruch wird jetzt auf den öffentlichen Plätzen für die wenigen, die sich nicht an die Regeln halten, durchgesetzt. Armin Laschets Botschaft ist deutlich. Bund und Länder machen ernst. Nicht nur in Duisburg, überall in Deutschland herrscht seit diesem Montag ein weitreichendes Kontaktverbot. Zusammenkünfte im öffentlichen Raum von mehr als zwei Personen sind ab sofort untersagt. Ausnahmen bilden Verwandte, Ehe- oder Lebenspartner sowie in häuslicher Gemeinschaft lebende Personen. Zwingend notwendige Zusammenkünfte, zum Beispiel aus beruflichen Gründen oder aus gesellschaftlichen, wie Einkaufshilfen für ältere Menschen, sind weiterhin erlaubt. Auch das Bus- und Bahnfahren ist weiter gestattet. Gegen Regelbrecher gehen die Ordnungsbehörden strikt vor, sagt Laschet. Innenminister und Kommunalministerin werden die Einhaltung mittels Ordnungsdiensten und Polizei überwachen. Und ich sage dazu, Verstöße werden wir hart verfolgen. Durch empfindliche Bußgelder bis zu 25.000 Euro bei leichten und strafrechtliche Verfolgung bei schweren Verstößen. Verstöße können mit einer Geldstrafe bzw. einer Freiheitsstrafe von bis zu 2 Jahren geahndet werden, vermeldet auch die Stadt Duisburg. Für das Ordnungsamt und die Polizei verschärft sich der Kampf gegen Uneinsichtige. Gerade in Stadtteilen mit hohem Migrationsanteil, wie in Hochfeld, besteht hier und da Nachholbedarf. 15 Geschäfte mussten hier in der letzten Woche vom Ordnungsamt geschlossen werden, weil Ladeninhaber der angeordneten Schließung nicht nachgekommen waren. Die Durchsetzung aller Verordnungen, vor allem des neuen Kontaktverbots, ja, die bedarf ein wenig Zeit und Arbeit, das ist klar. Und genau das hat man in der letzten Woche auch noch in Hochfeld registriert. Ja, genau hier engagiert sich Dr. Michael Willhardt, nämlich, genauer gesagt, im Abbau von kulturellen und sozialen Barrieren. Ja, per Skype darf ich ihn jetzt hier bei mir begrüßen. Herr Willhardt, ich grüße Sie, hallo. Ja, schönen guten Tag. Ganz neues Leben, ganz neue Lebenserfahrung. Absolut, für uns ist das auch noch was Neues. Wir versuchen es trotzdem mal. Sie scheinen mich ganz gut zu verstehen. Ja, Herr Willhardt, in der letzten Woche mussten in Hochfeld und auch in Marxloh, also nicht nur in Hochfeld, 15 Geschäfte noch vom Ordnungsamt geschlossen werden, weil die Ladeninhaber da noch nicht der neuen Verordnung nachgekommen sind. Ja, ist es Ihrer Meinung nach etwas schwieriger, solche Verordnungen innerhalb einer nicht deutschsprachigen, nicht deutschen Community durchzusetzen? Naja, ich glaube gar nicht so sehr, dass es also sehr an der deutschen und nicht deutschsprachigen hängt, sondern es könnte möglicherweise sehr viel elementarer an einer sehr großen Bildungsferne hängen. Also da ja insgesamt das Thema auch in Bulgarien, in der Türkei oder sonst wo sehr, sehr ähnlich ist. Ich glaube gar nicht, dass das Wissen nicht existiert, sondern wie bei uns ja auch, je größer halt der Bildungsabstand zu einsehen in die Lage, desto schwieriger wird es vielleicht, im Detail die Umsetzung zu erreichen. Ja. Wenn wir das Ganze kulturell betrachten, da sind ja Menschen aus südlichen Ländern oftmals ein wenig aufgeschlossener, ein wenig kontaktfreudiger als vielleicht Leute, die in Deutschland geboren sind. Kann das Ihrer Meinung nach noch zum Problem werden in der näheren Zukunft? Genau das will man ja jetzt gerade vermeiden. Naja, meine These wäre eher, dass die hohe Verdichtung innerhalb der Wohnungen vielleicht eher das Problem ist. Also ich glaube gar nicht so sehr, dass unbedingt auf der Straße, dass man da ein Einsehen hat und da die Gruppengrößen auch auflöst, das wird schon passieren. Nur wissen Sie, wenn Sie halt mit 8 Personen auf 50, 60, 80 Quadratmeter wohnen, das Problem kriegt man nicht so ohne weiteres weg. Und Sie haben natürlich dann auch in den Häusern, haben Sie natürlich auch eine Verdichtung, die für uns vollkommen ungewöhnlich ist.
Also das Ganze ist eher ein strukturelles Problem, sagen Sie, als ein ja kulturelles. Naja, ich meine, die Menschen, die wir kennengelernt haben, die sind jetzt gar nicht so, dass die ständig in der Großfamilie rumhängen. Das kann man so nicht sagen. Also es gibt natürlich sehr viel mehr Leben im öffentlichen Raum, aber das hat ja, wie Sie auch sich selbst überzeugen konnten, das ist deutlich weniger geworden. Das Problem sehe ich schon tatsächlich im Moment eher strukturell als inhaltlich, also sachlich. Es mangelt nicht am Einsehen oder an der Kenntnis der Sachlage. Ja. Sie haben es eben kurz angesprochen. Wir haben uns eben in der Stadt beziehungsweise im Stadtteil Hochfeld umgesehen und eben auch ein paar Bilder uns angeschaut. Ihr Eindruck, wenn Sie das jetzt vergleichen, im Vergleich zur letzten Woche und heute, jetzt gab es ja gerade gestern dieses neue Kontaktverbot. Inwiefern hat sich das schon in den Köpfen bemerkbar gemacht heute? Naja, in der vorigen Woche konnte man sehr schön sehen, da war ich ein bisschen Material beschaffen, Dinge unterwegs mit dem Auto auch, dass insbesondere Gruppen junger Leute sich, weil ja schulfrei war und schönes Wetter, eben zusammengetan haben. Es macht sehr den Eindruck, das hat am Wochenende sehr nachgelassen. Vorige Woche war die Frequenz der Besucher auf der Mannheimer Straße, auf der Einkaufsstraße für meinen Geschmack. Es war schon noch sehr, sehr viel los, vergleichsweise nicht so viel wie sonst, aber immer noch sehr viel. Aber ich glaube, mittlerweile ist auch das quasi auf die normale Frequenz, die man eben so hat, weil viele Lebensmittelgeschäfte da sind, weil die ein oder andere Apotheke da ist. Ich glaube, das hat sich auch sehr normalisiert, wie man es auch erwarten sollte. Die Stadt hat sich gewissermaßen ein wenig angepasst. Sie gibt jetzt ihre Pressemeldungen auch in türkischer Sprache heraus. Ich denke, das kommt Ihnen auch so ein bisschen entgegen. Aber Sie werden wahrscheinlich die Situation in Hochfeld auch noch ein bisschen weiter beobachten, nehme ich an. Gibt es da schon irgendwelche Diskussionen, Absprachen, wie man vielleicht in der näheren Zukunft das Ganze noch ein bisschen ausweitet mit dem Bewusstsein schaffen? Also wir hatten ja, Ende der vergangenen Woche so intern eine kleine Diskussion, wo wir halt per E-Mail mal hin und her gefragt haben, was es denn braucht, um das Verständnis zu verbessern. Ich glaube, in der so dramatisch zugespitzten Lage wie im Moment ist es sicherlich eine nette Geste, wenn man zusätzliche Übersetzungen macht. Ich glaube aber nicht, dass es letztlich tatsächlich notwendig ist. Also es bleibt einfach, wissen Sie, wir haben alle gelernt, ein Leben lang Hand vor Mund beim Niesen und beim Husten, und jetzt müssen wir alle umstellen auf eine Armbeuge vor den Mund. Und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, dass wir weniger reflektiert wären, dann kann es einfach noch ein Stück länger sein, bis wir halt eben so eine Brücke quasi in ganz andere Verhaltensweisen finden. Es ist mehr ein Bildungsproblem, glaube ich, als ein sonstiges Problem. Es ist in dem Fall bei der Dramatik der Situation, glaube ich, auch kein Sprachproblem mehr, weil, wie gesagt, auch die Informationen in Bulgarien, das ist dasselbe wie hier. Aber wir halten auf jeden Fall fest, die Entwicklung geht auch in Hochfeld in die richtige Richtung. Herr Willhardt, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit, für Ihre Einschätzung heute. Alles Gute für Sie und vor allem weiterhin viel Gesundheit. Dankeschön. Ebenso, Dankeschön. Danke sehr. Ja, die Ungewissheit rund um die Ausbreitung des Coronavirus und was das alles noch für weitere Einschränkungen mit sich bringt, spiegelt sich seit einiger Zeit im Einkaufsverhalten vieler Menschen wider. Hamsterkäufe sorgen zeitweise für leere Regale in den Supermärkten. Um die Situation etwas zu entspannen, dürfen Lebensmittelhändler nun auch sonntags öffnen. Ja, die wollen aber gar nicht so recht. Anstehen vor dem Supermarkt. Nur maximal 50 Kunden dürfen diese Rewe-Filiale in Duisburg-Meiderich gleichzeitig betreten. Um Kunden und Mitarbeiter vor einer Ansteckung zu schützen, fungiert ein Sicherheitsdienst ab sofort als Einlasskontrolle. Auch dürfte dies ein probates Mittel gegen Hamsterkäufe sein. Bilder einer Drogerie wie hier in Duisburg-Beek sorgen seit Wochen in den sozialen Medien für Kopfschütteln. Um dem Ansturm gerecht zu werden, dürfen Supermärkte ab sofort auch sonntags von 13 bis 18 Uhr öffnen. Das allerdings lehnen die großen deutschen Supermarkt- und Discounterketten ab. Edeka, Rewe, Aldi und Lidl betonen, an den gewohnten Öffnungszeiten von Montag bis Samstag festhalten zu wollen. In einer Erklärung von Aldi heißt es unter anderem, dass die aktuelle Situation für die Belegschaft besonders arbeitsreich und belastend sei. Die Mitarbeiter bräuchten Ruhephasen, um Kräfte zu sammeln, sich zu erholen, Zeit mit ihrem Partner und Familien zu verbringen. Während sich in und vor den Supermärkten die Menschen tummeln, ein ganz anderes Bild im Einzelhandel abseits von Lebensmitteln oder dem täglichen Bedarf. Hier bangen Ladeninhaber weiter um ihre Existenz.
Schwere Zeiten für den Einzelhandel. Die einen sind überlastet, die anderen müssen derzeit um ihre Existenz bangen. Ja, wir versuchen, die aktuelle Situation jetzt ein wenig genauer einzuordnen. Und dabei hilft mir heute Wilhelm Bommann. Er ist Hauptgeschäftsführer vom Handelsverband Niederrhein. Herr Bommann, ich hoffe, Sie können mich hören. Sie sind uns per Telefon zugeschaltet. Herr Seidel, ich höre Sie gut. Wunderbar. Herr Bommann, ja, es gibt, glaube ich, derzeit eine breite Spanne an Gefühlen im Einzelhandel. Ich habe es eben schon gesagt, die einen dürfen nicht arbeiten, die anderen kämpfen zum Beispiel in den Supermärkten gerade mit regelrechten Anstürmen. Was kriegen Sie so beim Handelsverband gerade wiedergespiegelt? Wie ist die Stimmungslage? Also die Stimmungslage ist sehr, sehr bedrückt. Das muss man ganz offen sagen. Wir haben seit vergangener Woche, ich sag mal, pausenlos das Telefon, wo unsere Betriebe in Duisburg und Umgebung anrufen. Ja, ich sag mal, letztendlich um Hilfe schreien, was ist zu tun? Und um das mal ganz sarkastisch zu sagen, da guckt die Angst aus den Augen. Jetzt gab es das Angebot von den Ländern, vom Bund, an Sonntagen auch die Supermärkte aufzumachen. Normalerweise ein tolles Angebot, glaube ich, für Supermärkte. Die wollen das jetzt aber gar nicht. Ist das aus Ihrer Sicht nachvollziehbar? Also man muss wissen, dass die Landesregierung damit bezweckt, dass also sich die Öffnungszeiten im Lebensmitteleinzelhandel ein wenig strecken auf die ganze Woche. Also insoweit ist der Gedanke gut. Aber die großen Betriebe des Handels, ob nun Edeka, Aldi, Lidl und andere, haben angekündigt, jetzt aktuell im Sonntagsverkauf noch nicht mitzumachen. Was aber nicht heißen muss, dass in Duisburg und Umgebung einzelne Geschäfte aufhaben werden. Tipp von unserer Seite, bitte achten Sie darauf, ob ein Haushang auf Sonntagsöffnung hinweist, ja oder nein. Jetzt haben wir von der Arbeitsbelastung gesprochen. Lassen Sie uns vielleicht auch auf den mentalen Druck gerade mal schauen. Viele Kunden oder vielleicht muss man an dieser Stelle besser sagen, Hamsterkäufer reagieren auch zunehmend aggressiv in den Läden. Wie groß ist gerade der mentale Druck auf die Kassiererinnen und Kassierer hier in der Region? Ich meine, man versucht ja auch die zu schützen vor einer Ansteckung gerade. Herr Seidel, ich muss mal einfach ein Kompliment loswerden an unsere Mitarbeiterinnen, die jetzt noch aktiv, ich sag mal, in den Geschäften sind. Was dort sozusagen im Tagesgeschäft abläuft, das macht sich ein Normalbürger gar nicht vorstellen. Also von Gesprächen, die ganz vernünftig sind, bis hin zu Aggressivität, von der Sie gesprochen haben. Also die Bandbreite ist groß. Und wir müssen alle froh sein, dass diese Kassiererin und auch die Beschäftigten im Einzelhandel ganz normal ihren Dienst verrichten, und das ist das Kompliment, was man mal vielleicht einfach mal loswerden muss. Hintergrund ist natürlich die Aggressivität. Wir haben in Duisburg-Beek schon mal so einen Fall gehabt, jetzt jüngst, der durch die Gazetten gegangen ist. Aber man darf auch sagen, die Mehrzahl der Verbraucher ist vernünftig und verhält sich auch vernünftig. Also gerne auch mal vielleicht ein Dankeschön im Laden hinterlassen. Also ich glaube, das kann auch mal ein Herz erwärmen in diesen schweren Tagen. Herr Bommann, lassen Sie uns einen schnellen Blick auf Geschäfte werfen, die jetzt in dieser Zeit komplett schließen mussten und die um ihre Existenz bangen. Die Bundesregierung hat heute erste Details zu einem Hilfspaket bekannt gegeben. Da soll es um 156 Milliarden Euro gehen. Ja, wie groß ist da Ihre Hoffnung, dass alle Händler davon profitieren und alle Existenzen gesichert sind in Zukunft? Ich glaube, auch die Politik hat begriffen, wie ernst die Situation ist. Von daher ist das ein wichtiger Partner, ich sag mal, bei der Bewältigung jetzt unserer gesamten Aufgaben, die jetzt in den nächsten Monaten anstehen. Wichtig ist für uns, dass dieses Hilfspaket nicht nur angekündigt wird, sondern schnell kommt, unbürokratisch kommt und dann auch bei den richtigen Einzelhändlern vor Ort landet. Das hoffen wir auch. Herr Bommann, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit, dass Sie uns heute ja angerufen haben in diesen Tagen. Ihnen weiterhin alles Gute und natürlich viel Gesundheit. Dankeschön. Das wünsche ich Ihnen auch. Danke. Und wir, liebe Zuschauer, schauen jetzt auf die Wetteraussichten und auch die aktuellen Verkehrsmeldungen gibt es an dieser Stelle jetzt für Sie. Mit Sonne satt und blauem Himmel geht es auch in den kommenden Tagen in Duisburg weiter. Auch am Dienstag bleibt es frühlingshaft schön, aber kalt. Gerade morgens gibt es Temperaturen am Gefrierpunkt. Im Laufe des Tages klettert das Thermometer auf bis zu 9 Grad. Am Mittwoch scheint die Sonne munter weiter und der Himmel bleibt wolkenfrei. Die Werte kommen auf bis zu 10 Grad. Ganz ähnlich am Donnerstag. Es wird heiter und die Temperaturen bewegen sich zwischen minus 1 und 11 Grad. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenter in Neumühl.
Autofahrer, aufgepasst, es wird morgen wieder geblitzt in Duisburg, unter anderem auf der Blumenthalstraße in Düssern und auf der Neidenburger Straße in Wedau. Baustellen behindern unter anderem in Neumühl den fließenden Verkehr. Hier sorgen Straßenbauarbeiten auf der Biesenwiese und auf der Winningstraße für Sperrungen. Die Umleitung erfolgt in anliegenden Straßen. Im September sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Und in Homberg ist die Duisburger Straße dicht. Von der Lauerstraße kommend wird die Duisburger Straße als Sackgasse ausgeschildert. Die Arbeiten werden voraussichtlich Ende März abgeschlossen. Fahren Sie vorsichtig und bleiben Sie gesund. Und das war ja auch schon wieder unser Nachrichtenüberblick hier bei Studio 47 Live. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute mit dabei waren. Und ich würde mich freuen, wenn wir Sie auch morgen wieder auf den neuesten Stand bringen dürfen. In dem Sinne, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund. Machen Sie es gut. Tschüss.